So, liebe Gäste, bitte gerne alle Platz nehmen. Ganz herzlich willkommen zum SPD-Wahlkampfabschluss der SPD Niedersachsen hier in Hannover. Schön, dass Sie, dass ihr alle hier seid zwischen dem wunderschönen alten Rathaus und der wunderschönen Marktkirche. Und vorhin hat es so geplattert, aber jetzt extra für Sie und für euch die Sonne über Hannover. Dafür gibt es nochmal einen riesen Applaus. Mein Name ist Lea Karasch, ich werde Sie heute hier durch die Veranstaltung führen und... Morgen sind Landtagswahlen. Morgen ist 9. Oktober und wir haben in den letzten Wochen und Monaten so einen harten Wahlkampf hingelegt, wie man das Gefühl hatte, so einen harten Wahlkampf gab es noch nie in diesen ganz besonderen Zeiten. Und ich möchte gerne, dass Sie und dass ihr mal einen riesen Applaus macht für die ganzen ehrenamtlichen Genossinnen und Genossen, die unterwegs waren und Wahlkampf gemacht haben in den letzten Wochen. Und heute ist das natürlich eine ganz spezielle Veranstaltung hier in Hannover, weil Wahlkampfabschluss heißt natürlich auch, dass wir heute hier nochmal richtig Bambule machen. Und ich hoffe, dass Sie, dass ihr nachher auch nochmal ordentlich hier Lärm macht. Und wir freuen uns hier nachher natürlich auf Stefan Weil, Spitzenkandidat der SPD Niedersachsen und Ministerpräsident. Und wir freuen uns nachher auf Olaf Scholz, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir Unterstützung, Wahlkampfunterstützung bekommen von Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Schön, dass du nachher hier bist, Malu. Und wir werden hier nachher auch noch die Kandidierenden aus Hannover Stadt haben in einem Talk. Und bevor es hier gleich richtig losgeht, gibt es erstmal ein bisschen Musik von Soultizer. Schön, dass ihr da seid. Und danach geht es dann hier weiter. Bis gleich. Yeah. Dankeschön. Wir können alle zusammen singen oder klatschen.
Johnny. Dankeschön. Dankeschön. Und als nächstes möchte ich ein Lied auf ukrainische Sprache für euch singen. Das ist ein Liebeslied. Und das habe ich auch schon gestern gesagt. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine und deswegen ist es wichtig, dass dieses Lied einfach einmal für Sie klingt. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах я чарзілля шукала, сонце руту знайшла і тебе зчарувала. Ей-ей-ей, червону руту не шукала. Тільки ти помір, бо твоя вода, то є чиста вода, то є бистра вода, синій гір. Und jemand, der hier ukrainisch kennt,
ти у мене єдиний, тільки ти повір. Бо твоя правда, то є чиста вода, то є бистра, як вода синіх Ich fühle mich unserem Land Niedersachsen und seinen Menschen sehr verbunden. Niedersachsen ist meine Heimat und ich habe fast mein ganzes Leben hier verbracht. Seit ich die Verantwortung für unser Land habe, ist diese Verbundenheit noch tiefer geworden. Wir leben in besonderen Zeiten. Corona hat uns viel abverlangt. Niemand von uns wollte je wieder einen Krieg in Europa erleben. Die Auswirkungen kennen wir alle. Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, Preise, die für viele kaum zu bezahlen sind, Energie, auf die wir uns nicht verlassen können. Ich bin überzeugt, gemeinsam werden wir auch diese Herausforderungen meistern. Wir machen Niedersachsen zum Energieland Nummer 1. Wir sorgen für Klimaschutz und mehr Arbeitsplätze. Wir bauen tausende neue Wohnungen, damit die Mieten bezahlbar bleiben. Wir fördern unsere Kinder und Jugendlichen und sorgen für eine gute digitale Ausstattung unserer Schulen. Die nächsten Jahre werden besonders wichtig für unsere Zukunft. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass Niedersachsen stärker aus der Krise herauskommt, als es vorher gewesen ist. Dafür trete ich an. Am 9. Oktober bei den Landtagswahlen bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank an der Stelle schon mal an Stefan, zumindest im Video. Nachher ist er dann natürlich auch persönlich hier. Und bevor wir gleich zum nächsten Punkt kommen, muss es leider einen organisatorischen Hinweis geben. Es ist super voll. Wir freuen uns total. Der Platz ist voll, aber da hinten wollen noch mehr Leute rein und wir müssen jetzt langsam ein bisschen stoppen, weil der Platz sonst übervoll wird. Also gerne alle hier bleiben und die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, für die übrigens noch mal einen ganz großen Applaus. Die Polizei macht hier einen super Job. Wir versuchen so vielen Leuten wie möglich die Möglichkeit zu geben, hier diese Veranstaltung zu sehen. Aber wenn es voll ist, ist es voll. Also, wir kommen zum nächsten Programmpunkt und ich freue mich ganz besonders, hier vorne sitzen sie nämlich auch schon, auf die beiden SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Ulrike Strauch und Adis Achmetowitsch. Kommt gerne hier nach vorne an die Stele da. Hallo Hannover. Ich freue mich, dass so viele interessierte Menschen gekommen sind und ich begrüße alle, die da sind, ganz herzlich zur Wahlkampfabschlussveranstaltung der SPD Niedersachsen. Wir haben ganz viel gekämpft. Und wir sind heute hier, um nochmal die Spitzenleute persönlich zu sehen und zu hören. Ich bin Ulrike Strauch, das ist Adis Achmetowitsch. Wir beide sind die Vorsitzenden der SPD in Hannover. Deshalb sind wir ganz besonders stolz, dass die Veranstaltung hier in Hannover stattfindet. Adis wird euch dann noch die einzelnen Gäste vorstellen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es sich hier um den schönsten Platz in der ganzen Stadt handelt, vor der Marktkirche, vor dem alten Rathaus. Ich wünsche uns, dass wir viel davon mitnehmen aus dieser Veranstaltung, gestärkt nach Hause gehen und morgen Abend ab 18 Uhr gemeinsam den Wahlsieg der SPD in Niedersachsen feiern werden. Moin Hannover, was für eine große Ehre, hier stehen zu dürfen, als gebürtiger Hannoveraner vor so vielen Menschen zu sprechen und
einleiten zu dürfen in die Wahlkampfabschlussveranstaltung der SPD Niedersachsen in der Landeshauptstadt Hannover. Und wir machen das so, dass wir jetzt mal ein paar Aufwärmübungen machen mit dem Klatschen, weil ja gleich noch die Top-Top-Top-Gäste kommen. Aber wir haben dennoch einige Promis hier schon, die ich begrüßen möchte. Und ich fange so an, dass ich von Ebene zu Ebene die Einzelnen begrüßen werde und wir die zwischen den Ebenen immer klatschen. Ich gebe euch dann ein Signal, wann wir loslegen. Ich fange erstmal an mit meinen Parteichefs hier aus der Region Hannover. Einmal möchte ich herzlich begrüßen die Doppelspitze der SPD im Unterbezirk Region Hannover. Das ist einmal Leyla Hatami und der Regionspräsident, der auch Parteivorsitzender Steffen Krach. Leyla Hatami und Steffen Krach, das ist euer Applaus. Dann freue ich mich sehr, dass wenn ich Richtung Landtag schaue oder Richtung Landtagstisch, gibt es einige Minister und Ministerinnen, die heute hier sind. Und ich freue mich sehr, dass nicht nur die Polizei heute beklatscht worden ist, sondern auch der Dienstherr. Ich freue mich, dass du heute da bist aus Osnabrück in Hannover. Hannover ist immer die richtige Wahl, lieber Boris. Der Innenminister Boris Pistorius, schön, dass du hier bist. Eine Frau, eine Ministerin, die nicht nur für die regionale Entwicklung zuständig ist und nicht nur im Bundesrat immer wieder aufmischt für Niedersachsen, sondern auch eine Frau, die für die europäischen Werte zuständig ist. Die aus Hannover kommt, Birgit Uné, schön, dass du da bist. Und einer, der in den letzten Tagen und Wochen geackert hat, der beste Energieminister Deutschlands, das ist Olaf Lies aus Friesland. Lieber Olaf, schön, dass du hier bist. Aber mit Europa und mit Energie und Innen möchte ich es nicht belassen, sondern nochmal aufs Europäische Parlament schauen. Ihr wisst, dass wir den Vorsitzenden des Handelsausschusses aus Hannover haben, Burgdorf ganz genau. Deshalb freue ich mich sehr, lieber Bernd, dass du aus Burgdorf nach Hannover gekommen bist oder aus Brüssel nach Hannover. Auch da die richtige Entscheidung. Bernd Lange, meine Damen und Herren, schön, dass du hier bist, Bernd. Schön und gut, aber um wen geht es heute hier? Um die Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort. Und ich zähle mal erstmal die städtischen Kandidierenden auf, dann klatschen wir geschlossen für die, dann wird es umso lauter. Und dann machen wir die Umlandkandidierenden, weil es auch toll ist, dass die gesamte Region Hannover heute hier ist. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Alptürkin Kürci, Stefan Politze, Doris Schröder-Köpf und Tela Wernschitt. Das ist euer Applaus. Danke, dass ihr die Stadt Hannover im Niedersächsischen Landtag vertritt. Und genau mit der Stimmung machen wir weiter. Und ich freue mich, dass aus Garbsen Wedemark Rüdiger Kauroff da ist. Aus Laatzen, Pattensen und Sehende Silke Lesemann, Tim Wog aus Langenhagen, Burgwedel und Isernhagen, Claudia Schüssler aus Basinghausen, Gerden und Seeze und Tordes Hanisch aus Uetze, Burgdorf und Lehrte. Das ist euer Applaus. Und dass ich heute hier stehen darf, habe ich auch einer älteren Generation zu verdanken, einer erfahreneren Generation. Die SPD Hannover wurde uns wirklich toll übergeben. Und ich kann nicht jeden Altverdiensteten heute hier begrüßen, aber zwei Menschen oder beziehungsweise drei möchte ich ganz besonders hervorheben. Einen Superstar, den alle kennen, ob jung und alt, egal wo man herkommt, aus ob Bothfeld oder aus Wettbergen, ob aus Ahlem oder aus Anderten, Herbert Schwalenstieg, unser Altoberbürgermeister. Schön, dass du da bist, lieber Herbert. Da klatscht sie noch und lächelt, aber unsere ehemalige Landtagspräsidentin, Sozialministerin, wenn ich richtig informiert bin, und wir lebten in einer Nachbarschaft. Saalkamp? Oh, Landtagsabgeordnete, Sozialministerin. Heidi Merk, schön, dass du hier bist. Toll, dass wir in der Nachbarschaft leben. Heidi, wir beide sind Bothfeld-Saalkämper. Toll, dass du hier bist. Man merkt, es passen einige Leute auf. Ich habe gleich den Hinweis gekriegt, sie war nicht Landtagspräsident. Genau, ihr habt richtig aufgepasst, das ist gut. Und zum Abschluss möchte ich noch unseren Ehrenvorsitzenden aus Hannover begrüßen. Lieber Walter Meinold, schön, dass du hier bist und die SPD immer wieder unterstützt. Lieber Walter, dieser Applaus gehört dir. Toll, dass du heute da bist. So, ich habe jetzt wieder das Drehbuch gesprengt. Zum Abschluss gibt es eine Sache, worum ich euch bitten möchte. Ich darf heute für die SPD Deutschland den Social-Media-Kanal machen.
Und es ist so, dass ganz Deutschland gerade auf Hannover guckt. Und ich werde erst einmal Richtung Deutschland sprechen über Social Media und dann in die Runde zeigen. Und dann würde ich mich freuen, wenn es einen tobenden Applaus gibt. Nicht nur aus Hannover in die Social Media Welt, sondern Richtung Olaf Scholz, Richtung Malu Dreyer und Richtung Stefan Weil. Also, ich fange an. Einen Moment, bitte noch nicht verraten. So, Social Media Deutschland, ich betreue heute den SPD-Account Deutschland und jetzt möchte ich euch präsentieren, was Hannover drauf hat. Hannover, seid ihr bereit auf die Veranstaltung? Ihr seht, wir sind ready. Olaf Scholz, Stefan Weil, Malu Dreyer, Wahlkampfabschluss in Hannover. Vielen, vielen Dank. Danke, Hannover. Ganz herzlichen Dank und nochmal großen Applaus für Ulrike Strauch und Adis Achmetovic. Adis, du machst einen super Job in Berlin für uns hier in Hannover. Großen Applaus. So, und die beiden haben es jetzt schon angekündigt. Wir haben nämlich die städtischen Kandidierenden hier und die vier würde ich jetzt auch gerne mal hier nach vorne bitten. Und wir fangen mal in der Reihenfolge der Wahlkreise an. Doris Schröder-Köpf, schön, dass du da bist. Komm gerne hoch zu mir. Einen großen Applaus. Dr. Thela Bernstedt, Thela steht auch schon, du kannst gleich auch gerne mit hochkommen. Großen Applaus auch für dich, Thela. Stefan Politze, auch einen großen Applaus für dich. Und Alp Tekin-Kirji, komm auch gerne hier zu uns nach oben, Alp. Komm gerne hier zu mir nach oben. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Alp Tekin kommt. Schön hier nach vorne. Also ich hoffe, es sind jetzt alle auf dem Platz eingetroffen, die noch auf dem Platz wollten. Genau, könnt ihr euch einfach gerne hier zu mir stellen. Wir haben das ja gerade schon in dem Video gesehen, dass wir sehr besondere Zeiten haben. Und man hat irgendwie auch das Gefühl, dass dieser Landtagswahlkampf irgendwie doch ein ganz anderer ist, als der, den wir in den letzten Jahren immer hatten. Und ihr seid ja auch alle schon jetzt mindestens eine Legislatur im Landtag. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass dieser Landtagswahlkampf anders war? Und woran macht ihr das fest? Was war so anders? Lag das wirklich an den Krisen auf bundespolitischer und europäischer Ebene? Und wie habt ihr das den Menschen angemerkt, dass denen vielleicht auch andere Themen auf der Seele brennen? Stefan, willst du anfangen? Ja, mache ich sehr gerne. Die Themen waren deutlich anders, weil die Menschen sich Sorgen um Energiesicherheit, aber auch um Energiebezahlbarkeit. Und das war so ein Thema, was ich an jedem Infostand mitbekommen habe, wo die Menschen Antworten haben wollen, wo sie aber auch Stefan Weil als sehr ruhigen, abwägenden und vor allen Dingen Ministerpräsidenten, der im Team Sicherheit spielt, wahrnehmen und ein sehr großes Vertrauen auch geäußert haben an den Infoständen. Aber die Sorge gerade um diesen Energiesektorbereich, die war sehr, sehr groß und ausgeprägt. Sonst haben wir andere Themen gehabt, die eher in meinem Feld gespielt haben, nämlich die Bildungspolitik. Das war sonst eher so ein beherrschendes Thema. Wie hast du das wahrgenommen, Thela, den Wahlkampf? Ja, das kann ich nur für den Wahlkreis 25 Hannover-Linden genauso bestätigen. Energiesicherheit und die Bezahlbarkeit von Energie treibt alle Menschen um, insbesondere die, die kleinen Geldbeutel haben, aber eben auch alle anderen. Und da haben wir ja unter anderem dann die Antwort als Niedersachsen Energieland Nummer 1, dass wir weg vom Gas und weg von der Kohle kommen und mit aller Kraft daran arbeiten müssen. Und das waren auch unsere Antworten an den Infoständen, dass wir die Energiewende jetzt sehr schnell schaffen. Altekin, die Frage auch an dich, aber ich habe das Gefühl, also dass die Message der SPD kommt ja bei den Leuten an. Ich meine, die Umfragen sind wirklich gut, ne? Wir werden morgen gewinnen, also da gehen wir ja wirklich alle fest von aus. Ne? Ja. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was so die ein, zwei Themen waren, wo du gesagt hast, okay, das sind wirklich Themen, die normalerweise im Landtagswahlkampf nicht so die große Rolle spielen. Also Energie habt ihr ja schon genannt, aber es sind ja auch noch andere Themen, wo du sagst, okay, das brennt wirklich den Menschen hier in Hannover auf der Seele. Wir sind ja aus einer sehr schwierigen Zeit gekommen. Corona, die Pandemie, 2 Jahre. Und wir dachten, Februar, März wird's besser werden. Und dann haben wir den schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit den gesamten Folgen, die Geflüchteten, die zu uns kommen, die Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden. Und dann natürlich die Energiekrise, das ist das oberste Thema. Und neben den gesamten Herausforderungen, die wir haben, ob das Klimawandel ist, Transformation, Verkehrswende.
Und was mir auffällt, das Thema Zusammenhalt der Gesellschaft. Und da mache ich mir Sorgen. Und wir als SPD sind die einzige Partei, die wirklich auch die unterschiedlichen sozialen Milieus verbindet, die auch die Grenzen aufbricht. Und da haben wir eine ganz große Aufgabe. Und so wird Stefan Weil auch als Ministerpräsident wahrgenommen, weil wir leben in einer sehr, sag ich mal, diversen Gesellschaft, Staat, Land, aber auch innerhalb der Stadt. Und die Herausforderung der Gegenwart und Zukunft, da haben wir die richtigen Antworten. Und Stefan Weil mit seinem Rettungspaket hat das auch gezeigt, 1 Milliarde Euro. Da ist ein Grundvertrauen an die Sozialdemokratie und Verantwortung in schwierigen Zeiten, das Land in guten Händen. Das zeigt auch, dass wir keine dummen Sprüche klopfen, wie viele andere der Parteien, das muss man ja sagen. Und dass die Menschen uns vertrauen. Trotzdem wird es natürlich morgen sehr, sehr spannend. Ich würde gerne, Doris, du bist ja auch Integrationsbeauftragte und Aytekin hat das ja schon angesprochen. Also wir haben ja sozusagen, wir hatten ja schon vorher Krisen, wir hatten auch schon eine große Flüchtlingskrise vor einigen Jahren und jetzt die Corona-Krise. Und jetzt sind ja wieder ganz, ganz viele Menschen auch aus gutem Recht hierher gekommen. Wie nimmst du so die Stimmung wahr, auch im Wahlkampf? Also die Leute beschäftigt das Thema ja nicht nur die Folgen, nicht nur die Energiekrise, sondern auch, was mit den Menschen in der Ukraine passiert. Nimmst du das auch so wahr? Ja, in der Tat ist das so, dass viele Leute auch die Frage quält, irgendwie von die Frage von Krieg und Frieden, ob sich dieser Krieg irgendwie ausweiten kann, wenn man da in diesen Wohnzimmern sitzt, vor allem bei älteren Menschen, die sozusagen den Krieg selber erlebt haben, beziehungsweise als Kinder vielleicht selber auf der Flucht waren. Die fühlen sich erinnert sozusagen an diese früheren Zeiten und die haben teilweise richtig Angst. Und da versuche ich natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch sozusagen zu beruhigen und zu trösten. Ich habe gemerkt, dass das Vertrauen in unseren Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten wirklich sehr groß ist. Die kennen ihren Stefan Weil hier in Hannover. Ich habe ja einen städtischen Wahlkreis. Die kennen ihn, der wohnt da. Die kannten ihn schon als Oberbürgermeister. Und die haben ein großes Vertrauen in ihn und in uns und in die SPD. Das muss man sagen. Und das in der Tat ist das Zusammenleben auch ein großes Thema. Und wie Alptekin schon gesagt hat, müssen wir uns darum in den nächsten Jahren verstärkt kümmern. Und deswegen nach 9 Jahren im Ehrenamt als Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe werde ich auf jeden Fall noch dafür kämpfen, dass viele dieser Projekte, die wir da haben, finanziell auf sichere Beine gestellt werden. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig. Ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, Stefan, den du genannt hast, dass nämlich ja eigentlich im Landtagswahlkampf andere Themen anstehen und nicht unbedingt die Themen, die ja jetzt doch so viel die Menschen auch bewegt haben. Und ihr seid ja auch schon alle länger im Landtag und du ja auch wirklich schon lange und für Bildungspolitik zuständig. Und Bildungspolitik ist ja das typisch landespolitische Thema. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, was die SPD in den letzten Jahren geschafft hat, da umzusetzen, was Bildung angeht und was so die 1, 2 wichtigsten Projekte für die nächste Legislatur wären. Naja, wir haben ein ganz, ganz großes Versprechen in der letzten Wahlperiode eingelöst. Das ist die Beitragsfreiheit in der Kita. Das hat Familien wahnsinnig entlastet um bis zu 4.000 Euro pro Jahr. Das ist für Familien wahnsinnig viel Geld. Und ich finde, das ist die familienpolitisch größte Leistung, die überhaupt mal gebracht worden ist und auch die richtige Leistung, weil für uns voransteht, dass Bildung kostenlos sein muss und die Bildung fängt im frühkindlichen Bereich an. Also ein Thema, was wir sehr, sehr gut umgesetzt haben. Da kann man ruhig mal klatschen. Scheint so verkehrt nicht gewesen zu sein. Ein zweites Thema, was uns auch sehr wichtig ist im Bildungsbereich, ist das Thema Ganztag. Wir sind Ganztagsschulland in ganz Deutschland. Fast 75% aller Schulen sind mittlerweile im Ganztag angelangt. Und Ganztag ist nicht nur Aufbewahrung von Kindern, sondern Ganztag ist Bildungsauftrag. Das ist Betreuung, das ist Mittagessen, gemeinsam erleben und Ähnliches. Und da sind wir sehr, sehr gut vorangekommen, indem wir mittlerweile fast 75% aller Schulen im Ganztag haben. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil wir Ganztag als Bildung definieren. Ganz wichtiger Punkt, es nicht anders zu verstehen, wo man dann nur in Projekten arbeitet, sondern auch mit Lehrkräften und Ähnlichem arbeitet, was manchmal auch was mit Unterrichtsversorgung zu tun hat, die ja immer wieder kritisiert wird. Aber der gute Ganztag sorgt für gute Bildung, das muss man sagen. Das haben wir auf den Weg gebracht. Und was wir uns für die Zukunft auf die Fahnen geschrieben haben, eins war in dem Beitrag von Stefan Weil drin, digitale Lernmittelfreiheit. SPD steht für kostenfreie Bildung, sagte ich schon. Und deswegen ist der Einstieg in die digitale Lernmittelfreiheit ein ganz, ganz großer Schritt. Und wir wollen nicht, dass die Kinder in der ersten Klasse lernen zu wischen und nicht mehr zu schreiben, sondern wir wollen sie an das Medium der Zukunft ranführen. Und deswegen ist es richtig, dass wir als SPD im Wahlprogramm stehen haben, digitale Lernmittelfreiheit, eines unserer ganz wichtigsten Punkte. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir
in der Kita, also im frühkindlichen Bereich, endlich 3 Fachkräfte haben wollen in den Gruppen. Im Moment ist es so, dass eine Fachkraft 12,5 Kinder betreuen muss. Wir wollen, dass 3 Fachkräfte arbeiten und das wollen wir in dieser Wahlperiode schaffen. Ich glaube, das ist ein richtig guter Wurf für die Qualität in Kita. Dafür steht die SPD und das werden wir umsetzen. Kind, ich mache mal mit dir weiter. Du bist ja auch in ganz vielen Ausschüssen und also insbesondere ja auch für den Bereich Finanzen und Kultur zuständig. Vielleicht kannst du mal sagen, was die Projekte waren, die dir am Herzen lagen und am wichtigsten waren, die du umgesetzt hast in deiner Arbeit als Abgeordneter in den letzten Jahren. Und wenn du in den Landtag kommst, was so die 1-2 Sachen wären, wo du sagst, okay, da gehen wir als SPD, da gehe ich hier für Hannover nochmal ran. Die letzten Jahre waren ja durch die Krise, durch die Corona-Krise geprägt und da hat das Land Niedersachsen mit der Bundeshilfe, auch mit den Genossen und Genossen in Berlin natürlich im Bereich Kultur auch sehr viel Unterstützer. Auch bei den Solo-Selbstständigen, das war eine schwierige Zeit. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn es da keine starke Sozialdemokratie in Berlin gegeben hätte und hier Stefan war als Ministerpräsident, dann hätten wir den Menschen auch nicht so helfen können. Und da haben wir auch sehr viel dazugelernt, weil Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und wir sind uns bewusst geworden, dass es auch ein ganz großer Wirtschaftsbereich ist, was für Menschen da dran arbeiten und auch was alles dranhängt. Und das haben dann auch unsere Kulturpolitiker gemacht, wie Hanna Naber, Silke Lesemann, die dazu kommen mit das Kulturfördergesetz, was wir beschlossen haben, was wir noch viel größer haben wollten. Aber da muss ich auch sagen, dass die CDU da sehr blockiert. Und dann sind wir auch beim Thema Finanzen. Wir haben ja einen Innenminister, der ein Fetischist der schwarzen Null ist und der Schuldenbremse. Finanzminister. Finanzminister, was habe ich gesagt? Boris ist Entschuldigung, ja, Finanzminister. Finanzminister. Unser Finanzminister Hilbers, der ein Fetischist der schwarzen Null ist und der Schuldenbremse und der vieles, vieles blockiert hat. Olaf Lies ist hier mit einer Wohnungsbaugesellschaft, die wir in der nächsten Periode gemeinsam mit Rot-Grün errichten wollen. Schwarz-Gelb hatte die 2005 die Nelek verkauft, über 30.000 Wohnungen und das merken wir einfach. Wir haben natürlich Förderprogramme aufgelegt, aber die private Wohnungswirtschaft ist ja sehr, sehr zurückhaltend und wenn wir gewählt werden und die Regierung stellen, dann werden wir so eine Wohnungsgesellschaft errichten, einen Bodenfonds, damit wir natürlich auch der Bodenspekulation entgegenwirken. Das ist die zentrale Frage, soziales Wohnen, sozial gerechtes Wohnen und das hören wir auch immer wieder an den Wahlkampfständen und daran werden wir dann auch gemessen werden. Ich würde gerne beim Thema Wohnen noch ein bisschen bleiben. Thela, du bist ja auch schon lange im Landtag und hast ja auch einen Wahlkreis, wo das Wohnen tatsächlich ja auch unter anderem wirklich ein großes Problem ist. Was waren für dich die wichtigsten Projekte, die du für Hannover, für deinen Wahlkreis umsetzen konntest in der letzten Legislatur und wo sagst du, okay, da muss ich noch mal ran, da können wir als SPD noch richtig was machen. Also für Hannover konnte ich für meinen Wahlkreis erreichen, dass die Studierenden mehr Studentenwohnheime bekommen haben und auf diese Weise der Wohnungsmarkt ein ganz kleines bisschen entlastet worden ist. Daran ist noch weiter zu arbeiten. Die Studierendenwerke müssen wir auch in anderer Weise unterstützen. Und einen Blick auch auf die Azubis werfen, die ja sozusagen das gleiche Recht haben, wohnen zu können, auch außerhalb des Elternhauses. Und da werden wir einen Blick drauf haben müssen, dass wir da auch unterstützen. Für mich war als Ärztin im Sozialausschuss ein ganz wichtiges Thema in der Legislaturperiode, das hat Auswirkungen auf Hannover, aber auch auf ganz Niedersachsen, die Beteiligung an der Enquete-Kommission zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Wir haben einen Krankenhausrahmenplan verabschiedet mit dem neuen Krankenhausgesetz vor den Sommerferien noch und wir haben alle Vorhaben, die konsentiert sind mit allen Fraktionen und allen wichtigen Playern wie Krankenkassen, Ärztekammer, Pflegekammer und so weiter, schon auf den Weg gebracht, was die Notfallversorgung betrifft, was Rettungsdienst betrifft, was Geburtshilfe betrifft. Das ist aber ein Langstreckenlauf, das heißt also, wir müssen in der jetzt kommenden Wahlperiode eng dranbleiben, damit wir diese ganzen Themen auch umsetzen. Wir haben schon sehr viel mehr Geld als sonst in die Krankenhäuser, in die Investitionen hineingetan. Das muss auch noch mehr werden und darf auf keinen Fall weniger werden. Die Unikliniken werden neu gebaut. Das sind riesige Unternehmungen, die wir auch weiterhin gut begleiten müssen und auch finanziell weiter stützen müssen. Also auch für den Sozialbereich, insbesondere Gesundheit, für die ich stehe, haben wir viel geschafft, aber eben auch noch eine ganze Menge vor uns.
Doris, ich würde gerne nochmal beim Thema Integration, aber auch Unterbringung bleiben, weil, und da kann man an dieser Stelle auch nochmal großes Lob an die Kommunen abgeben, was die Unterbringung der Flüchtlinge angeht. Das haben die Kommunen ja super gemacht in den letzten Jahren. Und hier sind auch ganz viele kommunalpolitische Kolleginnen und Kollegen. Das war echt klasse. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie das Land und wie die SPD die Kommunen unterstützen kann, insbesondere bei der Integration von Menschen und was du dir da wünschst für die nächsten Jahre, was da vielleicht noch besser werden kann. Ja, vielleicht muss man mal sagen, Asyl- und Ausländerrecht sind ja Bundes- und Europarecht erstmal. Das ist, also da haben wir relativ wenig Aktien drin. Aber wo wir gestalten können, das ist das gute Zusammenleben hier, können wir gestalten. Und da muss man sagen, da kommt jetzt in den nächsten Jahren ganz viel drauf an, dass wir diese Mittel, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, verstetigen, dass wir wegkommen davon, dass man alle 3 Jahre wieder eine neue Begründung für irgendein Projekt finden muss, was eigentlich gut läuft, solche Sachen. Das ist in der Vergangenheit häufig so gewesen. Wir sind eins der größten Einwanderungsländer der Erde, Deutschland. Niedersachsen ist auch damit eins der größten Einwanderungsländer der Erde. Und wir haben Strukturen auf Bundesebene, auf europäischer Ebene, die das nicht so wahrnehmen. Und ich finde, da müssen wir uns gut organisieren und gut sortieren, damit dieses Zusammenleben gelingt. Und das heißt, spielt überall dann eine Rolle. Das spielt an den Schulen eine Rolle, das spielt im Wohnungsbau eine Rolle. Und natürlich müssen Mittel in diesen Bereich reingehen und Zusammenleben, da gibt es diese sozusagen diese soften Sachen, ja, die man unterstützen kann, aber für dieses gute Zusammenleben, weil es ja auch viele Ängste gibt, ist natürlich unsere Polizei auch ganz wichtig und da habe ich als stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses auch mithelfen können, dass wir unsere Polizei angemessen irgendwie unterstützen und ausbauen und eines der Projekte, die mir da groß am Herzen liegen, das heißt Polizeischutz für die Demokratie. Und wenn man sich so überlegt, was in den letzten Jahren in dieser Corona-Zeit und alles los war, was da auf unsere Polizei eingeprasselt ist, dann kann man nur sagen, die haben das super gut gemacht und ich bin da sehr dankbar. Also auf beiden Seiten, innere Sicherheit, Zusammenleben organisieren, das gemeinschaftliche Leben organisieren, das ist wichtig. So, wir sind schon fast am Ende der Zeit und haben jetzt über so viele schwere und schwierige Themen gesprochen, über die man eben auch in diesen Zeiten ja sprechen muss. Aber ich würde euch gerne am Ende noch eine Frage fragen, die vielleicht ein bisschen persönlicher ist, nämlich morgen ist ja Wahltag und ich würde gerne wissen, was macht ihr morgen tagsüber und was macht ihr um 18 Uhr? Wo seid ihr da? Wer möchte anfangen? Stefan? Also ich mache morgen erstmal Familientag, weil das ist erstmal angesagt, nach dem langen Wahlkampf mit der Familie den Tag zu verbringen. Und ab 17.30 Uhr werde ich etwa im Landtag sein und dann auf die spannenden Ergebnisse warten und danach ins Kapitol zum Feiern gehen, Wahlsieg feiern. Genau, feiern. Tela, was machst du morgen? Ich werde morgen früh feierlich zur Wahl schreiten. Bei mir in Marienwerder. Dann werde ich am Spätnachmittag mit meinen Genossinnen und Genossen in Herrenhausen-Stöcken anfangen, die Wahlplakate schon mal abzuräumen. Danach oh, das machen wir morgen schon. Und dann kam ich auch ins Kapitol. Also es ist ein voller Tag. Ja, ich möchte mich erstmal bei den Genossinnen und Genossen bedanken, weil auch viele hier sind. Das hast du ja gesagt. Also unsere Ehrenamtlichen sind so toll bei Wind und Wetter, Wahlkampfplakate aufgestellt, Flyer. Heute Abend ist noch eine Kneipentour. Also erstmal herzlichen Applaus an euch. Vielen Dank, das war eine tolle Zeit. Ja, morgen, also wir werden keine Plakate abhängen. Ich werde erstmal ausschlafen und dann natürlich mit der Familie zur Wahl gehen. Und dann werden wir uns vorbereiten, mental auf 18 Uhr, 18.05 Uhr, wenn dann die ersten Prognosen sind. Und ich gucke ja natürlich mir auch genau meinen Wahlkreis an, weil das ist nicht nur der schönste Wahlkreis, ich finde das auch der spannendste Wahlkreis in Niedersachsen. Stimmt. Und ja, und wenn die ersten Ergebnisse da sind, dann werden wir eine riesige Party machen. Darauf freue ich mich. Doris, was machst du morgen? Also ich werde morgen einen langen Spaziergang mit meinem Hund machen, der ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Tagen. Heute habe ich ihn schon an einen Infostand mitgenommen, das ist auch ein Sympathiehund. Und dann natürlich ab 17.30 Uhr bin ich mit meinem Team im Landtag und ich möchte mich jetzt von hier aus auch mal bei den Jusos bedanken. Ohne das junge Team der Jusos hier, ja, Emre, Esma, Yannick, ohne euch wäre ich verloren gewesen. Ihr seid wunderbar, ihr seid großartig. Herzlichen Dank für euer Engagement.
Ganz herzlichen Dank euch vielen und ich würde gerne euch bitten, nochmal einen ganz großen Applaus für die vier hier vorne und wir wünschen euch ganz viel Erfolg morgen. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit den Highlights des heutigen Tages. Genau, ihr könnt gerne genau hier abgehen, Platz machen, hat Stefan gesagt. Ganz schön, dass ihr da wart. Also, jetzt geht's weiter mit den Highlights der Veranstaltung, haben wir ja schon angekündigt. Und ich würde euch jetzt bitten, einen riesengroßen Applaus zu machen für Malu Dreyer, Stefan Weil und Olaf Scholz. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen der SPD, liebe Genossen und Genossinnen und liebe Freunde und Freundinnen von Stefan Weil. Es ist mir ein Riesenvergnügen, hier zu sein. Stefan Weil würde eigentlich sagen Moin. Und er hat uns beigebracht, dass Moin Moin schon ein bisschen viel geplaudert ist. Ich bin hier wegen Stefan Weil und seiner SPD, weil Stefan ein toller Kollege ist. Er ist ein Kollege, der sehr kompetent ist. Er redet nicht einfach irgendwelches Zeug, sondern er weiß, wovon er redet. Und er ist ein Mensch, der außerordentlich konstruktiv ist. Er setzt sich nicht, wie zurzeit die CDU-Kollegen, in die Meckerecke und schmollt vor sich hin und sagt, wir blockieren das Entlastungspaket, wenn der Bund nicht sprengt, sondern er sagt, wir brauchen Lösungen. Die Menschen erwarten von uns, von unserer Politik, dass es vorangeht, dass wir ihnen Unterstützung geben. Und Stefan ist einer, der sich überlegt, wie kann das eigentlich alles gehen? Und er ist derjenige, der ein Konzept vorgelegt hat für einen Gasdeckel. Und er ist einer, der sagt, die Rentner müssen endlich berücksichtigt werden. Und dafür, lieber Stefan, vielen, vielen Dank, dass du immer dein Ohr an den Menschen hast und deinen ganzen Einfluss geltend machst, dass die Politik eine gute ist für die Menschen in unserem Land und vor allem für Niedersachsen. Ich bin ein großer Fan von Stefan Weil. Das Land in guten Händen. Und davon bin ich absolut überzeugt. Denn Stefan ist nicht nur ein Niedersachse durch und durch. Er ist auch einer, der mit großer Besonnenheit überlegt, was brauchen wir für dieses Land, damit es vorangeht und damit es gut nach vorne geht. Und er ist ein Mensch, der die Interessen von Niedersachsen wirklich gut vertritt auf allen Ebenen. Er ist aber vor allem ein Mensch, der kämpft, der weiß, um was es geht, der mit allen Menschen spricht. Es ist völlig egal, ob sie Bürger, die Bürgerinnen sind, ob es der Bäcker ist, ob sie Industrieunternehmen sind. Er ist jemand, der versteht was von Wirtschaft, der kann mit den Gewerkschaften, der kann mit den Arbeitgebern. Und er macht klar, Niedersachsen ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Land. Es ist ein Industrieland und Niedersachsen soll Industrieland bleiben. Und deshalb setzt er alles daran, dass es aufwärts geht in einer Zeit, die so voller Unsicherheit ist. Stefan Weil ist ein Ministerpräsident, der nicht nur total kompetent ist, sondern ganz genau weiß, weil er im Dialog mit den Menschen ist, wo drückt der Schuh und wo müssen wir intervenieren, damit es vorwärts geht und damit dieses Land auch weiterhin ein außerordentlich erfolgreiches Land bleibt. Und deshalb, lieber Stefan, dieses Land hat es verdient, dass du weiterhin Ministerpräsident bleibst.
Ich habe einen ganz großen Respekt vor den Genossen und Genossinnen hier, die wirklich einen super Wahlkampf gemacht haben. Und ich freue mich sehr darüber, dass jetzt gerade in den letzten Tagen klar wird, auch wenn die CDU hier im Land immer was völlig anderes erzählt, dass es am Sonntag darum geht, wer ist Ministerpräsident in Zukunft in diesem Land. Es geht nicht um die Frage, ob irgendjemand froh oder nicht froh ist mit der Ampel auf der Bundesebene, sondern es geht ausschließlich um die Frage, wer regiert dieses Land. Und deshalb geht es darum, eine erfolgreiche Politik, der SPD und eines erfolgreichen Ministerpräsidenten fortzuführen. Und Genossen und Genossinnen, liebe Freunde und liebe Freundinnen, ein bisschen ist es ja auch so eine Verzweiflungstat, was man so beobachtet von außen, von der CDU, so zu tun, als ging es um ein anderes Thema. Oder eben auch wieder nicht widerstehen zu können, ständig ein Zeug zu reden, was so ein bisschen nach rechts außen blinzelt. Oder eben auch zu überlegen, was hat Merz vor ein paar Monaten gesagt? Ich meine, er hätte das Gasembargo gefordert. Wenn es nach Merz gegangen wäre, hätten wir hier schon lange kein Gas mehr und keine Energie mehr. Liebe Genossen, Genossen, liebe Freunde und Freundinnen der SPD, es ist gut, dass Stefan Weil und unser Bundeskanzler keine Wackelkandidaten sind, sondern dass sie einen Plan haben, dass sie klar sehen, dass sie wissen, was das Land braucht, in einer so schwierigen Krise, in der wir uns befinden, wirklich straight zu wissen, wohin müssen wir gehen, auch wenn es manchmal wehtut. Aber ich bin sehr froh darüber, dass ich weiß, man kann sich verlassen auf Olaf Scholz, aber natürlich auch auf Stefan Weil in dieser Sache. Und es ist nicht so, dass jeden Tag seine Meinung geändert wird. Es ist auch ein bisschen traurig, dass die CDU nicht widerstehen kann auf der Bundesebene, zumindest durch den Parteivorsitzenden, der gestern ja auch hier im Land war, dass man nicht widersteht, nach rechts zu blinzeln. Es ist ein bisschen traurig, dass in einer Zeit, wo wir Krieg mitten in Europa haben, wo es auch um die Frage geht, was ist eigentlich mit den Menschen, die aus Verzweiflung aus diesem Land fliehen? Wie werden sie aufgenommen in einem Land, an der Stelle nicht widerstehen zu können und dann davon zu sprechen, dass Asyltourismus begangen wird. Es ist eine Schande, das zu sagen in einer Zeit, wo Menschen unter Krieg und Unterdrückung leben. Und das würde der SPD niemals passieren. Liebe Genossen und Genossinnen, liebe Freunde und Freundinnen, und vielleicht sind ja auch noch ein paar Leute da, die noch nicht so ganz sicher sind, ob sie morgen zur Wahl gehen wollen und wen sie wählen wollen. Wir waren ja heute den ganzen Tag in der Stadt unterwegs mit euch, euren engagierten Genossen und Genossinnen. Und natürlich haben wir Menschen getroffen, die sagen, wir wissen eigentlich nicht mehr so richtig ein noch aus. Es ist schlimm mit den teuren Energiepreisen, mit der Inflation. Wir wissen einfach nicht mehr, wie wir das Leben bewerkstelligen sollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Entlastungspaket auf dem Weg ist. Deshalb ist es so wichtig, dass der Energiepreisdeckel kommt. Und Leute, ich kann nur noch mal sagen, der Energiepreisdeckel, das Entlastungspaket, es wird auch davon abhängen, wie Ministerpräsidenten und Regierungen sich im Bundesrat entscheiden werden. Und wir können es uns nicht leisten, dass an der Spitze von Niedersachsen da einer steht, der ein Wackelkandidat ist, sondern wir brauchen Stefan Weil, auf den wir uns verlassen können, der für sein Land kämpft, der für Entlastung der Bürger und Bürgerinnen kämpft und der ganz genau weiß, was dieses Land im Moment braucht. Und deshalb zwei Sachen noch zum Abschluss. Diejenigen, die möchten, dass Stefan Weil Ministerpräsident bleibt, die müssen SPD wählen. Stefan Weil hat sich sehr klar geäußert mit seiner SPD, dass die Lieblingskonstellation rot-grün ist. Aber diejenigen, die mehr grün als rot sind, denen kann man nur sagen, das geht eben dann doch nur, wenn man der SPD die Stimme gibt, weil ansonsten Stefan Weil nicht der Ministerpräsident ist. Also alle, die Rot-Grün wollen, müssen tatsächlich die SPD wählen, damit klar ist, Stefan Weil wird der Ministerpräsident und nicht jemand anderes. Applaus
Und das andere ist, es gilt immer, in jeder Wahl, kämpfen bis zum Ende. Und ihr habt alle toll gekämpft. Aber es gibt noch ein paar Stunden heute an dem Samstag. Und vielleicht kann sich jeder noch vornehmen, noch 2, 3 Leute zur Wahl zu motivieren. Denn es ist tatsächlich so, dass viele Menschen auch verunsichert sind in der heutigen Zeit. Ihr habt das gemerkt, wenn ihr von Tür zu Tür gegangen seid, dass sich Menschen Gedanken machen und gar nicht mehr so richtig wissen, wo sie stehen. Aber es ist wichtig, sie zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Denn nur eine Wahlbeteiligung sichert dann eben auch, dass die SPD als Sieger durch die Tür gehen kann. Und umso wichtiger ist es, die Menschen immer wieder abzuholen, auch in ihren Sorgen, auch in ihren Ängsten. Die SPD ist die Partei, die diese Sorgen versteht, sie aufnimmt und auch die Rezepte hat, um tatsächlich die Not zu lindern. Wir sind in einer außerordentlich schwierigen Lage gerade. Krieg mitten in Europa, Energiepreise zum Verrücktwerden. Und dennoch, wir sind wirklich bestrebt, die Dinge zu lösen. Wir können nicht alles kompensieren, das weiß jeder. Aber wir können den Deckel einziehen und wir können den Menschen zumindest helfen, die auf die Hilfe angewiesen sind. Dafür steht die SPD. Dafür lohnt es sich auch noch bis zur letzten Minute zu kämpfen, so viel wie möglich Menschen an die Wahlurne zu bringen. Und klar ist auch, Stefan Weil an die Spitze dieses Landes wieder zu wählen. Ich freue mich darauf, lieber Stefan, wenn morgen alles gut gegangen ist und dann auch in Zukunft wir begrüßt werden mit Moin. Ganz großen Applaus für die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Schön, dass du heute hier in Hannover bist. Und Malu hat es schon gesagt, wir kämpfen bis zum Schluss. Und es sind jetzt nur noch wirklich wenige Stunden bis zur Wahl. Und ich würde euch bitten, dass ihr jetzt noch mal einen riesen Applaus macht und sagt, ja Leute, wir gehen morgen alle wählen und wir wählen die SPD. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen Tag vor der Wahl als Wahlkampfunterstützung den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hier haben, Olaf Scholz. Großen Applaus für dich. Moin. Das ist sehr beeindruckend, was ich hier sehe. Gut gelaunte Frauen und Männer, Jüngere und Ältere, alle zusammen, unmittelbar vor der Wahlentscheidung, die morgen ansteht. Eine Wahlentscheidung in ganz, ganz besonderen Zeiten. Denn das ist ja das, was uns alle umtreibt. Malu Dreyer hat das eben gesagt. Es ist wieder Krieg in Europa, gar nicht so weit weg von uns. Russland hat die Ukraine überfallen und versucht mit brutaler Gewalt einen Teil des Landes zu annektieren. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle klar und deutlich sagen, diesen Angriff auf die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung der letzten Jahrzehnte, den Angriff auf das klare, vereinbarte Prinzip, dass man nicht mit Gewalt versucht, Grenzen zu verschieben, werden wir nicht akzeptieren. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, solange wie das notwendig ist. Wir tun das sehr umfassend, mit finanziellen Mitteln, wie viele unserer Freunde und Verbündeten auch, mit humanitärer Hilfe, wie viele unserer Freunde und Verbündeten auch, und selbstverständlich auch, indem wir Waffen liefern. Sehr viele, sehr wirksame. Und wir haben gemerkt, dass zusammen mit dem beherzten Einsatz der ukrainischen Streitkräfte und derjenigen, die da kämpfen, das tatsächlich eine Veränderung der Situation erzeugt hat. Und deshalb war es richtig, dass wir diese weitreichende Entscheidung treffen, in Abkehr von Traditionen, die wir vorher hatten. Aber es war richtig und es bleibt richtig, dass wir diese Unterstützung zur Verfügung stellen. Aber das war auch klar.
Und das habe ich immer allen gesagt, sehr früh, die sich da große Illusionen gemacht haben. Diese Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg bedeutet, die hat viele, viele weitere Dimensionen. Das hat Konsequenzen. In Europa, klar, aber auch in der ganzen Welt. Wir haben das alle mit großer Sorge verfolgt, dass durch die Blockade der ukrainischen Häfen die Gefahr bestand und ja unverändert besteht, dass überall auf der Welt Menschen, Familien, Kinder Hunger leiden, dass sie nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen, weil die Getreideexporte aus der Ukraine nicht mehr funktionieren. Und deshalb war es wichtig, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass die Blockade dieser Häfen aufgehoben wird, dass das Getreide wieder in die Welt geschickt werden kann. Und richtig, dass es jetzt geschieht. Aber hohe Preise und Lieferprobleme gibt es nicht nur, wenn es um Getreide geht, sondern eben auch, wenn es um Energie geht. Und das trifft auch die ganze Welt überall. Das trifft aber auch Europa und auch uns. Und wir haben uns sehr früh auf diese Situation vorbereitet. Wir haben schon, bevor der Krieg begonnen hat, die Frage erörtert, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht mehr auf das verlassen kann, was jahrzehntelang hier in Deutschland auch von vielen gesagt wurde, was auch immer passiert, es wird Energie geliefert. Und deshalb waren wir vorbereitet, haben wir Entscheidungen getroffen, zum Beispiel, dass wir keine Gasembargos machen, aber dass wir die Zeit nutzen, die Speicher in Deutschland zu füllen und weil wir früh angefangen haben und das über den ganzen Sommer, als noch niemand darüber geredet hat, getan haben, darum können wir heute sagen, über 90% der Kapazitäten unserer Speicher sind gefüllt, ein Stück Sicherheit für diesen Winter. Und wir haben entschieden, dass wir uns andere Importwege benutzen, dass wir Gas importieren über die Häfen in den Niederlanden, in Belgien, neuerdings in Frankreich, dass wir dafür sorgen, dass ganz schnell an den norddeutschen Küsten neue Möglichkeiten entstehen, Flüssiggas zu importieren, damit wir nicht auf einen Versorger angewiesen sind. Und deshalb geschieht das mit größter Geschwindigkeit, zweimal hier in Niedersachsen, in Wilhelmshaven und Stade. Und ich danke der niedersächsischen Landesregierung, dem Ministerpräsidenten, dem Umweltminister, die dafür gesorgt haben, dass das hier mit einem Tempo geschieht, das man in Deutschland bisher nicht gekannt hat. Um den Jahreswechsel werden die ersten dieser Häfen in Betrieb gehen. Ja, und wir haben entschieden, was uns allen nicht leicht gefallen ist, weil wir uns ja schon auf den Weg gemacht hatten, raus aus der Kohleverstromung, dass wir das ein bisschen verändern, dass wir ein paar Jahre jetzt, dieses, das nächste, das übernächste Jahr, doch nochmal verstärkt Kohleverstromung haben werden, dass wieder Kraftwerke in Betrieb gehen, die ja noch da stehen, dass wir sie nutzen können, damit wir Gas sparen und auf diese Weise Strom produzieren. Auch das klappt mit größter Geschwindigkeit. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, auch hier ging das erste in Betrieb in Deutschland, als es darum ging, diese Entscheidung schnell umzusetzen. Auch danke dafür. Und natürlich werden wir, weil es dort notwendig ist und Sinn macht, in Süddeutschland die Möglichkeit schaffen, die dort stehenden zwei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke weiter zu nutzen. Ich sehe hier einige, die waren mit mir, als sie ja alle noch ein bisschen jünger waren, dabei. Ja, Wolfgang, die waren dabei, als wir demonstriert haben gegen diese Anlagen. Auch als wir von einem Juso-Bundeskongress nach Gorleben aufgebrochen sind. Ich glaube, du hast das vorgeschlagen. Das war Gerd, okay. Aber egal. Jedenfalls ist es völlig richtig, dass wir sagen, das muss da in Süddeutschland möglich sein. Insbesondere auch,
weil es ja nicht gelungen ist, mit dem Tempo, das nötig gewesen wäre, all die Genehmigungen zustande zu bringen für die Stromleitung in den Süden. Da müssen wir neues Tempo machen, aber jetzt nutzen wir diese Kraftwerke. Ich könnte jetzt noch viele, viele Dinge sagen und mich in Details verlieren. Das will ich nicht. Ich will nur sagen, weil wir das alles entschieden haben, sind wir jetzt in einer Situation, in der wir sagen können, wir kommen wohl sicher durch diesen Winter. Klar, müssen wir Energie sparen und noch vieles tun. Aber das hätte niemand gedacht. Und wenn das alles vor einem Jahr passiert wäre, dann sage ich euch, dann hätten wir große Probleme gehabt. Jetzt sind wir aber vorbereitet und das ist gut. Aber auch das ist wahr. Es gibt nicht nur das Thema der Versorgungssicherheit. Es gibt auch das Thema der hohen Preise. Was Strom betrifft, was Gas betrifft, was Fernwärme betrifft, was Wärme überhaupt betrifft. Und das merken wir in allen Bereichen des Lebens, unmittelbar, wenn es ums Heizen geht. Unmittelbar, wenn die Betriebe sich überlegen, die Bäckereien, die großen Betriebe, die kleinen Betriebe, wie sollen sie eigentlich die neuen Rechnungen bezahlen? Oder Betriebe im Gartenbau mit Überglaseinrichtungen, was da für Energie verbraucht wird, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so einfach vorstellen. Das ist alles jetzt viel, viel teurer geworden. Und alle machen sich selbstverständlich unglaublich große Sorgen. Wie sollen sie das alles bezahlen? Und natürlich wird auch alles teurer, weil irgendwie ist immer Energie im Spiel in der Produktion. Das hat also viele, viele Effekte, wie sich das auswirkt. Und darum ist das ein großes, ein riesiges Problem für uns alle, für unsere Volkswirtschaft, für die Arbeitsplätze und für jeden Bürger, jede Bürgerin, die auf die Stromrechnung, die Heizrechnung gucken und sich überlegen, wie soll man das eigentlich alles bezahlen. Ich finde, das ist ein Moment, in dem man als Land zusammenstehen muss, in dem es darum geht, dass wir unsere Kraft, die wir haben, unsere Solidarität, zu der wir fähig sind, nutzen, um eine so schwierige Situation auch zu bestehen. Denn nur das hilft. Eine leistungsfähige, starke Volkswirtschaft, ein Staat, der finanzielle Ressourcen hat und Solidarität. Aber genau das machen wir jetzt. Wir werden alles dafür tun, dass die Preise wieder runtergehen mit Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen. Wir werden die ganze Kraft unseres Staates zusammenführen und wir werden Solidarität miteinander ausüben. Wir haben Entlastungspakete auf den Weg gebracht. 100 Milliarden fast alle zusammen, 95 genau. Zwei davon sind schon beschlossen. Da ging es um alles zusammen 30 Milliarden Euro. Übrigens mit Bestandteilen, die hat keiner so richtig auf der Rechnung, weil jetzt alles so viel teurer geworden ist, aber die helfen schon mal. Zum Beispiel seit dem Juli wird die EEG-Umlage nicht mehr erhoben. Das sind 20 Milliarden Euro, die auf der Stromrechnung lagen bundesweit. Die sind ja jetzt weg. Man stelle sich vor, die kämen noch jetzt dazu. Das haben wir übrigens nicht für jetzt, sondern für immer gemacht. Oder zum Beispiel, dass wir Steuerentlastung beschlossen haben, mehrere für Frauen und Männer mit normalen, höheren, kleineren Einkommen. Wir haben dafür gesorgt, dass das massiv ist. Und dazu zählen nicht nur die Tarifentlastung. Dazu zählt zum Beispiel etwas, was für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine große Bedeutung haben wird. Nämlich, dass wir gesagt haben, man kann demnächst ab dem 1. Januar den ganzen Beitrag zur Rentenversicherung vom steuerbaren Einkommen abziehen. Das ist 5 Milliarden Euro Entlastung im nächsten und übernächsten Jahr unmittelbar bei jeder Lohnabrechnung spürbar. Oder indem wir gesagt haben, es gibt Leute, die verdienen so wenig Geld, dass sie tatsächlich von Steuerentlastung nicht so viel haben. Und deshalb haben wir dafür gesorgt, dass man, wenn man Sozialversicherungsbeiträge zahlt und weniger Geld verdient, erst allmählich, so wie das beim Steuertarif ist, immer mehr zahlt.
Das nennt sich Midi-Job, aber das ist gar kein richtiger Ausdruck mehr dafür. Das geht bis zu 2000 Euro hoch. Und das bedeutet für jemand mit 1000 oder 1100 Euro Bruttoeinkommen 50 Euro Entlastung im Monat. Wenn man so wenig Geld verdient, ist das richtig viel. Und auch das haben wir beschlossen. Und jetzt kommen ja noch andere Dinge dazu. Entlastung aller Art, die will ich gar nicht alle aufzählen. Aber eine Sache, die keine Entlastung, sondern ein Wahlkampfversprechen ist, das wir miteinander abgegeben haben, als es im letzten Jahr um die Wahl der Bundesregierung ging. Eine Sache will ich sagen. Wir haben gesagt, wir werden dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die wenig verdienen und hart arbeiten, nicht mehr so schlecht behandelt werden wie bisher, dass sie besser bezahlt werden. Wir werden dafür sorgen, dass der Mindestlohn steigt auf 12 Euro pro Stunde. Und am 1. Oktober diesen Jahres ist das der Fall. Das haben wir gemacht. Nun geht es ja trotzdem darum, wir gehen die Preise runter. Und deshalb haben wir zu allem noch etwas hinzugefügt. Ein großes Paket, ein Doppelwumms, ein Abwehrschirm, der dafür Sorge tragen soll, dass Deutschland, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentner und Rentner, die jungen Leute, die Älteren, dass alle gut durch diese Situation kommen, indem wir gesagt haben, wir werden 200 Milliarden Euro einsetzen, um die zu hohen Strom- und Energiepreise zu reduzieren und dazu beizutragen, dass man das irgendwie bewältigen kann in diesem, im nächsten und übernächsten Jahr. 200 Milliarden Abwehrschirm ist das, was ein starkes und solidarisches Land zustande bringt. Jetzt reden wir noch über die Einzelheiten, wie wir das tun. Bei der Strompreisbremse und beim Gaspreis haben wir uns eine Expertenkommission dazugehört, damit sie uns berät. Und die sitzen jetzt, während wir hier tagen und reden sich die Köpfe heiß. Das ist auch richtig so, denn es geht ja um eine ernste Sache und ich hoffe, dass es da sehr gute Vorschläge geben wird. Aber für mich ist klar, wir müssen jetzt dafür sorgen, auch durch solche Maßnahmen, dass die Preise runtergehen, auch weil wir so viel Geld einsetzen. Aber auf Dauer müssen wir erreichen, dass die Preise auch nach unten gehen, weil die Gaspreise in der Welt wieder sinken. Und auch das werden wir gemeinsam mit unseren Freunden in Europa und der Welt jetzt voranbringen. Aber das geht eben nicht alleine, das geht nur mit anderen zusammen. Ich war jetzt gerade in Prag und habe mit vielen beraten und ich werde auch mit vielen Ländern reden, von denen wir Gas bekommen können, damit das sicherer wird für die Zukunft. Nur das dürfen wir nicht vergessen über diese Sache, dass wir auf Dauer nur vorankommen, wenn wir wegkommen von der Abhängigkeit von fossilen Ressourcen, ob es nun Kohle, Öl oder Gas ist. Wenn wir auf Dauer davon wegkommen, dass wir das importieren müssen. Das ist wichtig für unsere Volkswirtschaft und für die Zukunft der Arbeitsplätze in Deutschland. Das ist aber auch wichtig für die Umwelt, denn der Klimawandel findet unverändert statt und wir werden alles tun, dass wir ihn aufhalten können. Und darum ist auch wichtig, was eine große Priorität des niedersächsischen Ministerpräsidenten von Stefan Weil ist, dafür zu sorgen, dass wir die Möglichkeiten für ein so starkes Industrieland wie Deutschland nutzen, die mit den erneuerbaren Energien, mit der Windkraft auf hoher See, der Windkraft an Land, mit der Solarenergie, mit Biomasse, mit Wasserkraft verbunden sind. Dass wir alles dafür tun, dass wir jetzt das Tempo noch mal anziehen, in dem das ausgebaut wird. Da entstehen neue, großartige Arbeitsplätze. In Cuxhaven habe ich die Produktion von Windturbinen mir angeschaut. Aber es entstehen vor allem die Grundlagen für die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft,
Denn das wollen wir doch in kürzester Zeit erreichen, dass dies ein Industrieland ist, das 2045 CO2-neutral wirtschaften kann, aus erneuerbaren Energien mit Technologien, die hier in Deutschland entwickelt und in Deutschland produziert werden. Ja, und wenn man sich so die Länder in Deutschland anschaut, bei aller gebotenen Neutralität, zu der ich als Bundeskanzler mich aufgerufen sehe, da gibt es schon einige, die sind weiter, was die Zahl der Windkraftanlagen und den Ausbau der Infrastrukturen betrifft. Und ein Land ist da wirklich vorne dabei. Ein Land, das Tempo zugelegt hat, das in dieser Frage die Chance ergreift, die für Niedersachsen und für Deutschland damit verbunden sind, nämlich dieses Land Niedersachsen. Und das gibt einen einfachen Grund dafür. Das Land ist in guten Händen. Schönen Dank. Großen Applaus für dich, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler. Mach mal ein bisschen Lärm hier für Olaf. Jawohl. Ganz herzlichen Dank, Olaf. Und liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Gäste, die letzten Wochen haben wir so hart gekämpft und die SPD ist in den Umfragen richtig, richtig gut. Und das liegt an euch zum großen Teil, aber eben auch, und das hat Olaf gerade auch schon gesagt, an unserem ganz tollen Spitzenkandidaten Stefan Weil. Einen großen Applaus. Mach mal ein bisschen Bambule. Moin! Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, liebe Malu, herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid zum Abschluss eines wirklich anstrengenden, harten, teilweise auch unangenehmen Wahlkampfs. Und ich möchte mich eingangs einfach mal bedanken. Stellvertretend für alle, die mitgeholfen haben, bei denen, die bei diesem unfreundlichen Wetter hier auf dem Platz sind. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Aber wie man in Niedersachsen sagt, stumm ist, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Und soweit ist es noch nicht. Ich möchte mich herzlich bedanken bei denjenigen unter euch, die in den letzten Wochen ganz persönlich hart gearbeitet haben, die auch manches unfreundliche Gespräch geführt haben, weil sie überzeugt waren, dass es wichtig ist, jetzt den Rücken gerade zu machen. Wenn wir morgen gewinnen, liebe Freundinnen und liebe Freunde, dann ist das euer Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Und warum? Warum war das ein wirklich schwerer Wahlkampf? Mit allem gebotenen Respekt kann ich sagen, an der Konkurrenz lag es nicht. Gestern fand auf diesem Platz hier, auf dem wir uns gerade alle sehen, die Abschlussveranstaltung der Christlich-Demokratischen Union statt. Mit dem Bundesvorsitzenden Herrn Merz und dem Landesvorsitzenden Bernd Altusmann. Ich hörte, es seien 150 Menschen gewesen auf diesem großen Platz. Aber vor allen Dingen ist wieder eines deutlich geworden. Es war wirklich ein schwaches Bild,
was hier in den letzten Wochen und Monaten eine Partei abgegeben hat, die von sich behauptet, sie wollte dieses Land führen. Die haben keinen Landtagswahlkampf geführt, die haben einen Ampelwahlkampf geführt. Es gibt ja immer Menschen, die zählen mit. Mein Gegenkandidat hat gestern in seiner Rede 17 Mal das Wort Ampel benutzt. 17 Mal! Ich weiß gar nicht, ob er noch zu was anderem Zeit hatte. Was für ein schwaches Bild. Und ich kann nur sagen, geben wir den Kolleginnen und Kollegen 5 Jahre Zeit, sich zu erneuern und ein eigenes Bild von unserem schönen Land Niedersachsen zu entwickeln. Wir haben das schon. Nein, es war nicht die anderen Parteien, die diesen Wahlkampf schwer und hart gemacht haben. Aber ich habe auch jetzt schon manchen Wahlkampf erlebt, ich habe noch nie einen Wahlkampf erlebt, mit so vielen Fragezeichen in den Gesichtern von Wählerinnen und Wählern. So viele Sorgen, die zum Ausdruck gebracht wurden. Wie wird das weitergehen mit der Sicherheit und dem Ukraine-Krieg? Wie wird das sein im Winter? Werden wir genug Energie haben? Wie können wir unsere Rechnung bezahlen? Und so weiter und so weiter. Und wer das Tag und Tag auch hört und sich diesen Diskussionen stellt, das gilt für mich, aber das gilt vor allen Dingen für viele von euch, an dem perlt das doch nicht ab. Das war schwer. Aber wir haben das miteinander durchgestanden. Keine Zeit für Sprüche. Damit haben wir unsere Wahlkampagne begonnen. Keine Zeit für Sprüche. Ich bin vielleicht noch niemals so oft auf einen Wahlslogan der SPD angesprochen worden. Und er bringt zum Ausdruck, ja, wir machen keine Politik für Sprüche. Wir machen Politik fürs Handeln, fürs Verändern, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Darum geht es uns. Jetzt ist keine Zeit für Sprüche, jetzt ist eine Zeit für Haltung. Und das geht schon ganz am Anfang los. Für uns als SPD, aber ich hoffe für uns in Deutschland, muss klar sein, wir arrangieren uns nicht mit den Tätern. Wir sind solidarisch mit den Opfern des Ukraine-Krieges, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Haltung, das zeigt sich auch darin, wir stehen ohne Wenn und Aber zu einem starken, zu einem aktiven Staat. Wir wissen, gerade die Schwachen brauchen einen starken Staat und wir wollen eine soziale Gesellschaft, gerade in Krisenzeiten wie diesen. Da muss der Staat zeigen, dass er Verantwortung übernimmt und dafür stehen wir. Ein starker Staat ist wichtig, aber es muss noch etwas anderes dazukommen. Eine starke Gesellschaft, eine große Zahl von aufrechten Demokratinnen und Demokraten, die sich all denen entgegenstellen, die im Moment versuchen, Unfrieden zu stiften. Wir müssen überall deutlich machen, wir sind mehr, die demokratische Substanz bei uns in Niedersachsen, die ist so groß, wir müssen da keine Angst haben. Und dieser starke Staat, der drückt sich aus in starken Entscheidungen. Das Erste, was ich mit einer neu gewählten Regierung machen möchte, ist, einen Nachtragshaushalt auf den Weg zu bringen mit einem Sofortprogramm von 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro, die wir brauchen werden, um da zu helfen, wo Hilfe notwendig ist, immer in Abstimmung mit den bis dahin sicher konkretisierten Maßnahmen des Bundes. Wir wollen überall, dass Härtefallfonds vorhanden sind in Niedersachsen, damit niemand auch nicht in den krummen Sachverhalten, die es immer wieder gibt,
durch die unterschiedlichen sozialen Sicherungssysteme durchrutscht und am Ende sich doch ohne Hilfe wiederfindet. Und übrigens einen herzlichen Dank an die Stadtwerke Hannover und an die Stadt Hannover, ist noch unter dem früheren Oberbürgermeister mal eingefordert worden, ein Härtefallfonds. Daran nehmen wir uns jetzt ein Beispiel für ganz Niedersachsen. Und das werden wir finanzieren, damit niemand Angst haben muss, durchs Rost zu fallen. Wir werden kleine und mittlere Unternehmen unterstützen, die aus welchen Gründen auch immer in tiefer Not sind, aber aus welchen Gründen auch immer jetzt eben nicht von anderen Maßnahmen profitieren können. Zum Beispiel, weil sie jetzt schon in akuten Liquiditätsproblemen sind. Ganz wichtiges Thema, um das wir uns kümmern werden. Wir werden uns kümmern um Sport und Kultur. Bei mir melden sich täglich Sportvereine, die sagen, wie soll das funktionieren? Bei uns steigen die Energiepreise natürlich dramatisch an, wie überall sonst, aber wir können doch die Mitgliedsbeiträge nicht erhöhen. Unsere Mitglieder brauchen doch ihr Geld selber und sie müssen es zusammenhalten. Müssen wir jetzt unseren Sportbetrieb einstellen? Bei mir melden sich Kultureinrichtungen, die sagen, wir haben jetzt zwei bittere Corona-Jahre hinter uns, aber jetzt steigen bei uns die Energiepreise und wie soll das funktionieren? Wir können doch die Eintrittspreise nicht beliebig erhöhen. Und ich sage, ich kann mir Niedersachsen nicht ohne Sport und Kultur vorstellen und wir werden an den Stellen helfen, wo es notwendig ist, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Und das sind nur einzelne Beispiele, aber ich meine sie ernst. Ich meine es ernst, wenn ich sage, wir wollen in Niedersachsen gerade in der Krise zusammenstehen und Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, dieses Land, das steht an der Seite der Bürgerinnen und Bürger und nirgendwo sonst, wenn es hart auf hart geht. Darauf sollen sich alle verlassen können. Der starke Staat zeigt sich durch klare, starke Entscheidungen. Ich war wirklich dankbar, Olaf, als sich die Bundesregierung vor etwas mehr als einer Woche, vor 8 Tagen war es, glaube ich, durchgerungen hat, den riesigen Betrag von 200 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. 200 Milliarden Euro. Das ist wirklich ein großes Wort. Und jetzt warten wir an diesem Wochenende hoffentlich auf weißen Rauch von der Expertenkommission zur Konkretisierung, wie wird er denn aussehen, der Energiepreisdeckel. Und darauf aufbauend braucht es weitere Hilfsprogramme. Ist doch klar. Wir müssen zum Beispiel an viele kleinere und mittlere Unternehmen denken. Hier sind, soweit ich weiß, auch manche Bäcker gerade auf dem Platz. Und ich habe die Gespräche, die wir geführt haben, nicht vergessen. Ich weiß, was da los ist, da sind die Rohstoffe gestiegen und da verzehnfachen sich zum Teil die Energiepreise. Aber sie können doch die Preise nicht verzehnfachen in den Backstuben. Also, wie soll das funktionieren? Und ich sage, das ist nur ein Beispiel, aber ich kann mir unser Land nicht ohne Bäcker vorstellen. Das gehört für mich zur Substanz unseres Landes mit dazu. Wenn mir mal irgendjemand einen Regenschirm hochgeben könnte, dann könnte ich ganz trocken weitergeben. Übrigens, das ist ein totschickes Exemplar. Ich weiß nicht, ob das alle sehen können. Was steht da drauf? Das Land in guten Händen zu erwerben in jedem gut geführten Fachgeschäft. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, aber dann ist da noch ein Thema, auf das wir gerade in den nächsten Wochen maximal Wert legen müssen. Maximal Wert legen müssen. Niedersachsen ist ein Industrieland. Hannover ist übrigens eine Industriestadt. Und was uns jetzt wirklich nicht passieren darf, ist, dass uns dieser Schatz unserer Industrie unter den Händen entgleitet. Ich erlebe überall Warnmeldungen, zum Beispiel aus der chemischen Industrie. Die sagen, wie soll das werden? Wir sind stark exportorientiert und wenn wir tatsächlich mit diesen hohen Energiepreisen alleine gelassen werden, dann haben wir es echt schwer. Und ich weiß auch, was es heißt für den Rest der beispielsweise Wertschöpfungskette in der Industrie. Nein, liebe Freundinnen und liebe Freunde, eins muss klar sein.
Das gilt auf Bundes- und das gilt auf Landesebene. Wir werden die deutsche Industrie verteidigen. Wir werden nicht zusehen, dass die wirtschaftliche Substanz unseres Landes kaputt geht. Wir brauchen sie noch, und zwar dringend. Ich empfinde es wirklich so, das sind jetzt entscheidende Wochen und Monate, wo sich ganz viel darüber, wo ganz viel davon abhängt, wie kommen wir jetzt so gut durch, dass wir auch insgesamt ein starkes Land bleiben. Und deswegen sage ich aus tiefer Überzeugung, es ist richtig, wenn der Staat, der Bund, das Land alle ihre Möglichkeiten mobilisieren, alle ihre Möglichkeiten, einschließlich auch der Kreditaufnahme. Ich finde es völlig okay, wenn immer die Frage gestellt wird, ja, wie wollt ihr das bezahlen? Wer soll das bezahlen, diese riesigen Summen, um die es hier geht? Die Antwort lautet ganz oft in einer Gegenfrage: Wie teuer wird es eigentlich, wenn wir das nicht machen? Ich war in dieser Stadt 10 Jahre lang Stadtkämmerer. Das waren keine guten Zeiten für die Stadtkasse, aber das lag nicht an mir. Das lag daran, weil Sozialkosten explodierten und Steuereinnahmen zurückgegangen sind. Und ich habe meinen Chef, Herbert Schmalstieg, den ich übrigens ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Herbert. Und ich habe die Mitglieder des Rates und die Bevölkerung mit einem, beschönigend hieß es immer, Konsolidierungsprogramm nach dem anderen gequält. Und wie soll ich es sagen? Ja, die Stadtkasse hat sich tatsächlich erholt hier in Hannover, aber nicht aufgrund der unglaublichen Anstrengung des Stadtkämmerers, sondern infolge von wirtschaftlicher Erholung. Gesunde staatliche Finanzen setzen eine starke, gesunde Wirtschaft voraus. Das war eine Lehre, die habe ich mir damals zu Herzen genommen und die gilt bis heute, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Diese Erfahrung haben wir in der Bankenkrise gemacht, als der Staat sich voll engagiert hat und wir dafür sehr schnell die Krise überwinden konnten. Diese Erfahrung haben wir in der Pandemie gemacht, wo uns eine riesige Insolvenzwelle prognostiziert wurde und wo uns eine riesige Insolvenzwelle prognostiziert wurde, die ist nicht eingetreten. Warum? Weil der Staat sich voll engagiert hat. Und jetzt sollen wir das nicht tun, wo wir vielleicht vor einer noch größeren wirtschaftlichen und sozialen Herausforderung sind. Nein, nicht mit der SPD. Wir stehen zu einem aktiven Staat, der gerade sich in der Krise engagiert für die Bürgerinnen und Bürger. Und um das noch einmal fortzusetzen, das muss man sich nur einmal vorstellen. Manche Bäcker rechnen mir das gerade vor. Eine Bäckerei, die aufgibt, die zahlt nie wieder Steuern, die zahlt nie wieder Sozialversicherungsbeiträge, die zahlt auch keine Gehälter mehr. Und ihre Beschäftigten zahlen keine Steuern mehr, keine Sozialversicherungsbeiträge und die Kaufkraft, die haben sie dann auch nicht mehr. Und wenn man sich dieses eine Beispiel umlegt auf die ganze Volkswirtschaft, was kommt da für ein riesiger Schaden heraus? Und deswegen sage ich, es ist nicht nur sozial und ökonomisch zwingend notwendig, dass wir uns voll engagieren. Nein, es ist auch wirtschaftlich richtig, wenn wir es gut meinen mit den öffentlichen Kassen. Das ist nämlich die SPD-Politik. Wir denken ganzheitlich, liebe Freundinnen und liebe Freunde, gerade in der Krise. Das bisschen Regen ist nicht weiter schwierig. Das meiste geht vorbei. Und warum sage ich das ganz bewusst und auch mit dieser Dringlichkeit? Ich glaube, wir spüren alle, das sind entscheidende Monate, entscheidende Jahre. Und da kommt es darauf an, welche Haltung die Politik prägt. Und mir liegt daran, dass alle Menschen in Niedersachsen wissen, woran sie bei der SPD in Niedersachsen sind, dass wir handeln, dass wir aktiv sind und dass wir den Dingen nicht ihren Lauf lassen. Das, liebe Freundinnen und liebe Freunde, das ist die Handschrift der niedersächsischen SPD in guten, aber vor allen Dingen auch in schlechten Zeiten. Nun,
Es ist aber auch so, ich habe mich nicht drum beworben, aber wir haben in den letzten Jahren wirklich reichlich Krisenerfahrungen sammeln können. Und eins habe ich auch gelernt. Wichtig ist, dass man schon am Anfang weiß, wo man eigentlich hin will. Das ist übrigens auch ein Beispiel für Haltung. Haltung ist nicht, im März darüber zu schwabulieren, dass man sofort ein Gasembargo für russisches Gas ausruft und ein halbes Jahr später über Sozialtourismus fabuliert. Das ist keine Haltung, das ist das Fähnchen im Winde hängen. Haltung ist zu sagen, wir müssen unabhängig werden von russischem Erdgas und wir werden alles dafür tun, dass so schnell wie möglich russisches Erdgas von Flüssiggas aus den unterschiedlichen Teilen dieser Welt kompensiert und ersetzt werden kann. Das ist die niedersächsische Handschrift und das nützt im Moment ganz Deutschland, nicht nur unserem Land. Tropfen werden dicker. Um mal jetzt den Live-Ticker des Wetterberichts fortzusetzen. Aber es geht weiter. Und das hat Olaf Scholz eben genau richtig angesprochen. Wir stehen jetzt auch noch in einer ganz anderen Hinsicht, inmitten einer Zeitenwende. Bis jetzt ist es immer so gewesen, dass die fossilen Energien eigentlich preisgünstiger waren als die erneuerbaren. Und genau das hat sich geändert. Natürlich hoffen wir alle sehr, dass Gas und die anderen Energieträger nicht weiter so verrückt teuer bleiben werden, wie sie jetzt sind. Aber sie werden natürlich nie wieder so billig werden, wie sie vor dem 24. Februar gewesen sind. Deswegen werden wir erleben, dass die erneuerbaren Energien jetzt wirklich Fahrt aufnehmen. Und ich sage, Niedersachsen wird das Energieland Nummer 1 werden. Das ist die ganz konkrete Chance für unser Land. Das ist die Perspektive und die wollen wir realisieren. Und was heißt das? Das heißt, in unserem Land wollen wir am meisten, mit Abstand am meisten erneuerbare Energien produzieren. Zu Lande und auf der See, aber vor allen Dingen auch sehr, sehr viel. Wir wollen da, wo Importe notwendig sind, dass sie über Niedersachsen vor allen Dingen hereinkommen. Wilhelmshaven beispielsweise wird die Energiedrehscheibe für ganz Deutschland werden. Und wir zeigen, wie am schnellsten Industrie erfolgreich verändert werden kann. Salkos in Salzgitter, das zweitgrößte deutsche Stahlwerk, soll als erstes klimaneutralen Stahl für ganz Deutschland produzieren. Das ist eine Revolution in dieser Branche und das ist die Zukunft für diese Branche. Und sie beginnt bei uns in Niedersachsen. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, es ist wirklich ein Jammer. Ich hätte noch so viel auf dem Herzen. Eine Stunde könnte ich hier locker noch erzählen. Aber wir Sozialdemokraten haben ja auch Mitgefühl. Und ich sehe, wie ihr jetzt gerade unter dem Regen auch leidet. Deswegen will ich deutlich kürzen. Ja, die Zugabenwünsche werden hinterher erfüllt. Nein, aber ich will auf Folgendes hinaus. Wir sind jetzt in schweren Zeiten. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, wie wir das schaffen können. Wir wissen, wir können uns verlassen auf ein Land, in dem die demokratische Substanz wirklich gut ist und wo ganz viele Menschen anpacken für das Gemeinwohl. Wir haben hinter uns schwere Wochen. Ja, das war kein Wahlkampf, der Spaß gemacht hat, weiß Gott nicht. Da ist man nicht auf einer Woge der Zuneigung geritten, nein, weiß Gott nicht, sondern das waren harte Diskussionen. Aber wir haben sie durchgestanden. Wir sind sturmfest, auch die niedersächsische SPD ist sturmfest, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Und jetzt merken wir in den letzten zweieinhalb Wochen, da hat sich doch was verändert, oder? Da merken wir, dass immer stärker die Diskussion sich auf den Punkt richtet, wer soll eigentlich Niedersachsen regieren?
da merken wir, dass immer mehr Zuspruch für die niedersächsische SPD da ist. Und ich sage auch ganz persönlich, herzlichen Dank für den guten Zuspruch, der mir gerade in den letzten Wochen begegnet ist. Das tut wirklich gut. Wir haben das alles durchgestanden und jetzt haben wir eine echte Chance. Wir haben die echte Chance, denn das sagen jedenfalls alle Umfragen, die ich kenne, dass es am Sonntag ein schöner Abend wird. Dass klar ist, die niedersächsische SPD wird wieder die stärkste politische Kraft im niedersächsischen Landtag, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Dass die Wählerinnen und Wähler wieder der SPD in Niedersachsen den Regierungsauftrag geben. Auch das ist kurz vor der Realisierung, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Und deswegen meine ganz herzliche Bitte, so kurz vor dem Ziel nicht nachzulassen, sondern durchzuziehen. Mein Gott, wir haben noch, naja, ich würde sagen, fast 13,5 Stunden bis zum Schließen der Wahllokale. Ein bisschen mehr. Egal, ihr wisst, was ich meine, es ist noch Zeit. Wir haben noch Zeit, Menschen zu überzeugen, zur Wahl zu gehen. Alle, die nicht zur Wahl gehen, die tun der Demokratie nichts Gutes. Und alle, die nicht zur Wahl gehen, die geben denjenigen eine Chance, die überhaupt keine Beiträge zu der Lösung unserer Probleme leisten wollen. Sorgen wir dafür, dass die Demokratie am Sonntag einen guten Wahlabend hat. Und dann, liebe Freundinnen und liebe Freunde, haben wir die Chance, dass das klare Ergebnis des morgigen Abends ist. Niedersachsen war in guten Händen. Niedersachsen ist in guten Händen. Niedersachsen bleibt in guten Händen mit der SPD. Herzlichen Dank. Lasst uns nochmal ankämpfen. Lasst uns kämpfen. Lasst uns gewinnen. Großen Applaus für Stefan Weil. Und ich bitte an der Stelle nochmal alle Kandidierenden aus Stadt und Region auch hier nach vorne und alle Kabinettsmitglieder aus Niedersachsen und natürlich Olaf Scholz, den Bundeskanzler, kommt gerne mit hier vorne hin. Malu Dreyer auch genau, alle nach vorne hier zu Stefan. Und es sind übrigens noch 25 Stunden, Stefan, die wir jetzt noch Zeit haben für Wahlkampf. Ach was. Und hier war gerade eben schon ein wunderschöner Regenbogen auf dem Himmel hier in Hannover. Kommt gerne alle hier nach oben. Und wir bitten Sie und euch, es waren so viele da, es waren über 900 Leute heute hier bei der Veranstaltung. Gehen Sie alle morgen wählen, wählen Sie eine demokratische Partei, wählen Sie die SPD mit beiden Stimmen im besten Fall. Wir freuen uns, dass Sie alle hier waren. Und jetzt gibt's nochmal Musik von Soultizer. Girls will be girls, keep on eating some girls. My-
must put an end to this stress and strife. I think I want to leave this body life. Rumor has it that